Mythos Fußball-Weltmeister. Dreimal holten Deutschlands Männer den Titel. 1954, 1974 und 1990. Für ein Magazinprojekt kam es nun zum Treffen der Weltmeister. Drei Stunden diskutierten Horst Eckel, Bernd Hölzenbein und Guido Buchwald über ihren größten Triumph und es gab viel zu erzählen. Es ist halt immer schön, wenn man da nochmal drüber sprechen kann. Und es kommt ja bei uns ja auch bei mir persönlich auch sehr oft vor und das macht mir immer Spaß und Freude. Die Taktik, mit der Bundestrainer Herberger 1954 die Ungarn überraschte, der bis heute heiß diskutierte Elfmeter an Bernd Hölzenbein im Finale 74, das Duell zwischen Guido Buchwald und Diego Maradona im Endspiel 1990, alle großen Themen kamen auf den Tisch. Aber auch Überraschendes. Was ich sehr interessant fand, dass also die 54er durften ja nichts trinken. Das muss man sich heute mal vorstellen. Heute wird jeder Gesundheitsexperte sagt, man muss am Tag 2-3 Liter trinken. Die durften nichts trinken. Und das, der Eckel, der trinkt heute noch nichts. Seine Frau muss immer sagen, Horst, du musst mehr trinken. Wir sind auf kleine Details gekommen, zum Beispiel, wie war das eigentlich, Autogramme zu schreiben? Und da hat der Herr Eckel erzählt von 1954, da hat Sepp Herberger noch kontrolliert, dass die Fanpost beantwortet wurde. Auch die Heiratsanträge, die Helmut Rahn gekriegt hat, musste er absagen, beantworten. Und man musste bei den Autogrammen seinen Namen noch ausschreiben. Bernd Hölzenbein war 1974 dann schon beim Holz angekommen, das nur noch kurz unterschreiben. Und bei Guido Buchwald war es dann noch kürzer, dass er uns dann, das war Bernd Hölzenbein, gesagt hat, er hat 400 Autogramme in einer Stunde geschafft. Wer waren die Idole der Weltmeister, bevor sie selbst Idole wurden? Überraschende Antworten. Mein Idol war von Kindheit auf Lev Yashin, der russische Nationaltorhüter. Ich kenne ihn schon, da war ich 10 Jahre alt. Die Spinne von der UdSSR hat er geheißen und dann kam die Katze von Anzing. Mein Idol war Sigi Held, damals Borussia Dortmund, 1966. Alle 45 noch lebenden deutschen Weltmeister wurden für das Magazin befragt. Und sie waren fasziniert, auch von den Geschichten des jeweils anderen. 74 habe ich eigentlich im Endeffekt die WM als erstes als Kind so richtig miterlebt im eigenen Land, in Deutschland und auch vom Fernseher. Und von 54 habe ich leider ja nur aus Büchern was erfahren und auch jetzt, was man so immer wieder durch Erzählen erfährt. Und das ist eigentlich unheimlich interessant für mich, das so zu erfahren und das auch aus erster Hand zu erfahren. 54, 74, 90 weltmeisterliche Geschichten. Jetzt am Kiosk.